Ach, Basti, du bist echt der Beste. Du hast auf jeden Fall einen gut bei mir. Der hat alles gut. Mach ich doch gerne. Hey, Mom. Morgen. Guten Morgen. Dann wünsche ich euch beiden mal viel Spaß. Ich pack's dann mal. Wie, was, wobei? Basti, wo willst du hin? Wie soll ich denn zum Hof kommen? Du bleibst schön hier heute. Wie? Und was mit den Kühen? Die melkt Basti. Ist alles mit Hannah besprochen. Wir beide haben heute frei. Wie, wir beide? Du auch? Noch Bergretter haben wir einen Urlaub. Oh, ich liebe Überraschungen. Und was hast du geplant? Du, das kannst du dir aussuchen. Wünsch dir was. Was wünsche ich mir denn? Nachdem du gestern so müde warst, wie wär's denn mit dem ganzen Tag im Bett? Oh, gute Idee. Mhm. Aber ich habe einen besseren Einfall. Wir beide, wir machen Yoga in den Bergen. Ich glaube, ich habe gerade mein Funkgerät gehört. Nee. Du hast gesagt, ich darf mir wünschen, was ich will. Und ich habe ewig kein Yoga mehr gemacht. Okay, machen wir Yoga in den Bergen. Ja, ich zieh mich noch schnell um, ja? Danke. Namaste. Was machst du noch hier? Ich wollte mit dir die Patienten durchgehen, die du von mir übernimmst. Ah, okay, alles klar. Mhm. Also, über Jakob Klein haben wir gestern Abend schon gesprochen. Mhm, dein allererster Patient, der dir die Feder geschenkt hat. Sehr wichtig. Korrekt. Und er weiß schon, dass du ihn übernimmst und freut sich. Du bist nämlich eine Superheldin. Dann Martin Bogner. Und Walter Bogner. Der Sohn kümmert sich um seinen demenzkranken Vater und geht dabei an seine Belastungsgrenze. Okay. Ja. Die behalte ich im Blick. Mhm. Martina Haber, die Schilddrüse muss regelmäßig kontrolliert werden. Also an den Termin erinnern? Unbedingt. Mhm. Ja. Was ist mit Dennis Wolf? Der geht demnächst auf Weltreise, muss durchgeimpft werden. Gut, okay. Und noch Hermine Wohlleben. Oh ja, die verlässt wegen ihrer Gicht das Haus nicht mehr und backt den besten Mandarinenkuchen auf der ganzen Welt. Gut, alles klar. Also viel Zeit einplanen für die Hausbesuche und vorher nichts frühstücken. Am besten. Vielleicht kannst du mich ein bisschen auf dem Laufenden halten, was die Patienten angeht. Logo. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alle gut kümmern, ja? Das weiß ich doch. Boah. Wir sind ganz schön eine Glucken, ne? Schlimm. Ja. Oh Mann. Du wirst mir ganz schön fehlen, Dr. Kreuz. Du mir auch. Dr. König. Zukünftige Kreuz. Stimmt. König Kreuz. Das wird deinem Bruder gefallen. So bittersweet. Hört. Ha? Ja, komm schon, hack dich ein, wir üben. Spinnst du? Ich bin doch nicht deine Braut. Jetzt stell dich mal nicht so an, sieht ja keiner zu. Also. Ah, gut, gut. Was, ohne Stock? Ohne Stock. Okay, auch gut. Gut. Also. Papa, du sollst meine Braut spielen, nicht den Pfleger. Tu ich doch. Die wird dich Huckepack ins Standesamt tragen. Ja, ist auch wieder recht. Also komm, lass uns ein paar Schritte ausprobieren, ja? Nur ein paar. Nochmal? Ja. Okay. Gut. Gott! Den Stock. Ey, so eine Kacke. Ich werd's doch nie ohne Stock auf die Hochzeit schaffen. Ich vergesse das ganz einfach. Aber spinnst du? Du hast einen Autounfall, der dich fast das Leben gekostet hat, überlebt. Und du regst dich auf über einen verdammten Stock. Entschuldige, Papa, du hast natürlich recht. Also ich habe Sarah sowieso versprochen, dass ich mich wegen der Hochzeit jetzt nicht so unter Druck setze. Und was machst du? Ja Gott, ich wollte es halt noch mal probieren, ne? Ein letztes Mal. Hat halt nicht funktioniert. Ich habe mich mal wegen Fabian schlau gemacht. Und das hier sind zwei pflanzliche Tinkturen, die ihm helfen werden. Das eine ist wilder Lattich und Zichorie, wirkt super gegen Schmerzen. Und das ist echtes Johanniskraut, lindert Entzugserscheinung. Entzugserscheinung? Aber
Bisher ist er mal ganz verantwortungsbewusst mit den Schmerztabletten umgegangen. Ja, das freut mich, aber ich meine, seit gestern habe ich sogar die Tabletten unter Verschluss und ich gebe ihm nur eine pro Tag. Es war sein Vorschlag. Naja, die Tinkturen sind ja auch nur vorsichtshalber. Zur Unterstützung. Ja, wenn man so ein starkes Medikament ausschleicht, dann ist das extrem belastend für den Körper. Sarah, das Schmerzmittel ist ein Opiat. Und Fabian ist auch nur ein Mensch. Okay, alles klar. Und diese Mittel hier, die wirken. Und sie sind nicht so gefährlich wie Tabletten. Gut, ich versuch's. Ja. Dann kann die Hochzeit kommen. So, dann beugst du die Knie, gehst auf die Zehenspitzen. So, einatmen in die Plank. Sag mal, was machst denn du da? Wir wollten doch Yoga machen. Wir? Du? Ich bin nur mitgekommen. Aber wo du jetzt schon mal da bist, kannst du doch auch mitmachen, oder nicht? Okay. Auf geht's. Also, Beine breit und einatmen. Atmen. Ausatmen. Du bist unmöglich, Max Reichinger. Mhm. Hinknien. Super, dass du mir mit den Koffern geholfen hast. Kein Ding. Tja, dann bist du sicher schon weg, wenn ich von meiner Schicht komme. Ich. Mach's gut. Mach's gut. Guten Flug. Danke. Ja, also die Koffer sind jetzt auf deinem Zimmer. Ich hoffe, die passen alle ins Taxi. Ach, na klar. Und für Chicago habe ich uns einen Fahrer bestellt, der uns dann vom Flughafen nach Hause bringt. Ich werde dann natürlich im Gästezimmer schlafen. Das musst du gar nicht. Ich habe mir ein Motel in der Nähe der Klinik ausgesucht. Das ist doch überhaupt nicht nötig. Also rausgeschmissenes Geld. Ich meine, ich werde dir deine Privatsphäre schon lassen, Isa. Ich fühle mich so wohler. Gut, wie du willst. Wann kommt das Taxi? Ich wollte mit meinem Vater noch was essen vorher. Passt auf jeden Fall in den Zeitplan. Sehr gut. Dann hole ich uns noch ein paar Snacks für die Reise. Mach das. Hotel? Vergiss es. But you can't find a way out when all you have to do is wait. Alexandra. Hey. Alles okay? Moment. Danke. Gibt es Probleme mit dem Scheidungstermin? Nein, ich habe ja noch gar keine Rückmeldung vom Gericht bekommen. Hoffentlich legen die mal einen Zahn zu, ne? Die Hochzeit ist ja schon bald. Im schlimmsten Fall müsste es eben verschieben. Ja, das wird dir gefallen, ne? Entschuldige bitte, das war gar nicht so gemeint. Ich will natürlich auch, dass alles gut geht. Also, was ist los? Ich muss mal mit jemandem reden. Setz dich. Es ist so. Ich bin dahinter die Lüge einer Patientin gekommen, die extreme Auswirkungen auf das Leben ihres Mannes hat, der auch Patient bei mir ist. Einerseits fühle ich mich verpflichtet, ihm die Wahrheit über diese Lüge zu sagen, aber andererseits... Unterliegst du natürlich der ärztlichen Schweigepflicht, klar. Was würdest du denn an meiner Stelle tun, Fabian? Das ist wirklich eine heikle Situation, in der du da steckst. Trotzdem, ich meine, es führt kein Weg an der Schweigepflicht vorbei. Wenn du dagegen verstößt, dann machst du dich strafbar. Das weiß ich doch auch. Aber soll ich diesen Mann in sein Unglück rennen lassen? Alexandra, du würdest alles, wirklich alles riskieren. Weißt du eigentlich, was sich seit damals auf jeden Fall überhaupt nicht verändert hat? Der Ausblick, die Wolken,
Das Gipfelkreuz. Auch. Und vor allen Dingen können wir zwei nicht die Finger voneinander lassen. Kannst du dich noch an die Aktion in der Berghütte erinnern? Als die Wandergruppe vorbeikam? Und wir beide trotzdem nicht aufgehört haben. Klar. Mhm. Mein geschulter Berghütterblick hat natürlich sofort gesehen, dass die keine Kondition haben und mindestens noch 15 Minuten brauchen. So ein Schmutz. Du warst damals noch überhaupt kein Bergretter. Aber den Blick hatte ich schon. Ich glaube, wir waren einfach jung und brauchten das Geld. Und jetzt sind wir alt, oder wie? Mhm. Und du vielleicht. Ja, sag doch mal, was du noch kannst. Ich kann sagen. Au! Was ist los? Oh, ich hab irgendwas gebissen. Ich weiß nicht. Mann, du blöd, Mann, das tut richtig weh. Oh ja, scheiße, jetzt merke ich es auch. Oh. Oh Gott, Marie, wir hatten Sex in der Ameisenstraße. Was? Oh Mann, jetzt fängt es an zu jucken. Nicht kratzen, damit machst du es nur noch schlimmer. Los, komm, wir gehen in die Bergwacht, da habe ich eine super Seite. Okay, alles klar. Nee, lass alles liegen, komm. Das holen wir später wieder. Los, okay, geht's. Gut. Nee, hier geht's lang, hier geht's lang.